Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Und ihr seht es, wir sind hier im Parallelflug mit zwei Grimme Ventor 4150. Ich habe noch einen weiteren Auftrag, einen Kartoffelernteauftrag angenommen. Und wir sind jetzt hier auf Feld 26. Und das Spannende ist jetzt auch ein bisschen, ihr seht es, da hinten steht auch einer der Abfahrer bereits mit einem vollen Traktor. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, ich habe jetzt einfach auch mal die Fahrer bzw. den Verkehr ausgeschaltet und dann klappt es hier richtig gut mit den Abfahrern. Ich warte jetzt mal ein bisschen. Ich warte ein bisschen, bis der Kollege hier gewendet hat und wieder in der Spur ist. Dann können wir den hier losschicken. Ja. Auf der anderen Seite des Tals sozusagen, da war ein kleineres Kartoffelfeld, ein Auftrag, den haben wir bereits abgearbeitet und sind dann eben mit diesem Ventor hier rübergekommen und haben den jetzt noch angenommen. Es gibt, glaube ich, irgendwo noch einen Kartoffelauftrag, aber da warten wir es mal ab. Kartoffeln haben wir jetzt jede Menge und warum haben wir die Aufträge angenommen? Für unsere Schweinchen, damit ein bisschen was übrig bleibt und dann können wir das den Schweinen ja, zum Fraß vorwerfen. Okay. Wir schicken den Kollegen los, Job erstellen, liefern an den Bauernmarkt und wir haben das, wo er wieder hinfahren soll, da genau, haben wir schon eingetragen, starten den Job und dann dürfte der losfahren. Und wie gesagt, das klappt wunderbar, auch wenn er natürlich erstmal hier den Berg hochfährt mit 3 oder 4 km/h, ja mit den vollgeladenen, mit 22.000 Litern, mit dem vollgeladenen, was haben wir denn hier? Brandner Powertube. Aber es funktioniert. Vorausgesetzt natürlich, es ist kein Verkehr. Das dürfen wir nicht vergessen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den hier anschmeißen. Dann können wir hier schon mal abtanken. Damit wir hier mit dem Auftrag fertig werden. Ich habe auch extra schon mal unseren eigenen Abfahrer hier hochgebracht. Weil dann können wir schon ein paar Kartoffeln auch hier mitnehmen. So, man muss natürlich bei diesen Aufträgen und gerade bei diesen Feldern immer erstmal die Ränder, die Vorgewände selber fahren, weil, wie gesagt, mit dem Baum oder mit dem Baumbestand ist das immer so eine Sache, dann wendet der Helfer immer schon, ja, klappt nicht ganz so, also man muss da immer ein bisschen eingreifen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den hier abgefahren bekommen während der Fahrt, ist gar nicht so einfach hier mit dem Valtra, mit seinem Getriebe, weil der immer schalten muss. So. Ja, das dürfte passen. Dann kann der wenden. Und dann fährt er auch im Prinzip die letzte Bahn. So, komm hier rum. Mann, 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 Mann. Vorsicht, Vorsicht. So, da müssen wir ein bisschen warten, bis der gewendet hat. Ja, da ist nämlich der Tank auch schon wieder fast voll. Der Bunker. So, dann schauen wir mal, wo ist ein anderer Kollege unterwegs? Da fährt er wunderbar den Berg herunter. Und wie gesagt, ohne Verkehr funktioniert das. Da funktioniert das sogar sehr, sehr gut. Ich sehe gerade, da unten steht ja unser Schneidwerkwagen noch von der Ernte. Und wir müssen auf jeden Fall das Stroh hier noch einsammeln. Da muss ich mir mal Gedanken machen, ob wir das mit dem Lose, also Lose einsammeln, oder ob wir es pressen. Das werden wir noch schauen. So. Dann tanken wir das hier auch noch ab. Ja, die Rundumkennleuchten sind bereits an. Und auch mit zwei Abfahrern ist eigentlich kein Problem. Die kommen aneinander vorbei auf der Straße. So, 88% ist abgeschlossen. Sehr schön. Ja, dann können wir den hier losschicken.
Ja, er sucht sich immer den kürzesten Weg zur Straße. Er könnte jetzt natürlich auch theoretisch hier rechts runterfahren. Das wäre dann auch nicht verkehrt. So, zack. Und Job erstellen und ab die Post. So, jetzt schauen wir mal, ob er noch vor dem. Obwohl, wir können da eigentlich eingreifen. Jo. Sehr schön. Dann laden wir den hier in unseren Hänger. Auf. So. Und ab die Post. Und der andere wendet. Hervorragend. Dann lassen wir den hier noch ein bisschen arbeiten. So. Okay, dann gehen wir hier mal wieder rein. Und den können wir schon mal zuklappen. Den Transformer Kartoffler. Eine Wahnsinnsgeschichte hier immer. So, das bin ich. Ich glaube, den können wir hier so stehen lassen, weil die Abfahrer. Ja, wir werden sehen. So, da seht ihr, der Kollege müht sich mit 7, 8 km/h hier den Berg hoch. Spannende Geschichte. So, da können wir doch glatt noch ein Thumbnail machen. Sehr schön. So, der hier hat einen fast vollen Tank. Okay, den können wir eigentlich gleich abladen. Da kommt schon der andere Abfahrer wieder hoch. Und dann müssten die sich jetzt eigentlich gleich hier begegnen. Das müsste reibungslos funktionieren. Das ist schön, da seht ihr es. Wunderbar. Das tolle Alpenpanorama. Unsere Alpenmap hier. Neu Mini Brunn, unser Alpenprojekt. Ich finde es einfach herrlich. Es macht Spaß. Aber man braucht einfach Traktoren mit entsprechender PS-Zahl. Es hilft nichts. Es hilft nichts. So, und dann haben wir ja noch unser anderes Projekt. Unser Big Farm Projekt. Mit den großen Maschinen, mit den großen Feldern. Auch das entwickelt sich langsam. Da gehen wir jetzt ins dritte Jahr. Wir sind fast im Winter angekommen. Und Neu Bartelshagen macht sich auch sehr, sehr schön. Und wir haben da noch ein schönes Live-Projekt, ein Stream-Projekt mit der Galgenberg 2.0. Da gibt es übrigens auch Neuigkeiten, Informationen vom guten Yogi. Der arbeitet bereits schon an der V3. Dazu am Dienstag im Livestream mehr. 20.30 Uhr streamen wir. Ich übernehme dann hier mal. So. Dann können wir nämlich da oben abtanken. Ich denke, der steht. Genau, jeden Dienstag und Freitag Livestream. Die Galgenberg 2.0 bei uns im Classic-Projekt. Und zwar noch in der V2.002. Und wie gesagt, die Yogi hat es angekündigt. Sie arbeiten weiter an der Map, an den Verbesserungen, an den Erweiterungen. Es soll eine Vierfach-Map werden. Und sie soll auf jeden Fall auch weiterhin für die Konsole kommen. Wenn möglich, nicht als Vierfach. Nicht unbedingt, aber zumindest wird sie noch entwickelt. Gibt es einige interessante Neuerungen und da erzähle ich euch davon im Livestream. Am Dienstag ist der nächste, 20.30 Uhr. So, ich denke, den kriegen wir hier fast voll. Dann können wir nämlich auch schon wieder losschicken. 86% sind für das Feld transportiert. Ja, er müht sich. Wir fahren auf jeden Fall mal bis runter an die Straße. Und wir könnten dann in der Zwischenzeit auch schon mal mit unserem Lamborghini und dem großen Ladewagen, weil wir haben ja zwei, einen kleinen und einen großen. Und mit dem Großen könnten wir eigentlich schon mal anfangen, das Feld hier, das Stroh einzusammeln. So, hier aber erstmal Job erstellen zum Bauernmarkt, ab die Post.
Das funktioniert. Hervorragend. So, da ist er, der Lambo. Geputzt. Sehr schön. Bereit für die Arbeit. Wir fahren mal hier durch. Ich überlege jetzt gerade, stopp mal. Augenblick, Augenblick. Ich glaube, der große Ladewagen steht hier drin. Oder? Nein, nicht mehr. Das steht drüben im Neubau. Stopp. So, jetzt. Also wir haben ja zwei Felder abgeerntet, wo es Stroh gibt. Und ich würde sagen, dass etwas weiter entfernte. Nehmen wir unseren großen Pöttinger. Und für das andere Feld, da könnten wir uns dann überlegen, mal wieder Ballen zu machen. Strohballen. Aber Lose brauchen wir halt einfach, um es bei unseren Schweinchen einwerfen zu können. So, das passt soweit. Lasst mich mal ganz kurz schauen. Ist eigentlich im Gebrauch irgendwas? Nein, da hat sich nichts getan. So, jetzt müssen wir wieder schauen, wie wir am geschicktesten herauskommen, weil wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Okay, dann machen wir mal das Lämpchen an. So, von rechts kommt auch nichts. Hervorragend. Es hat sich auch mittlerweile ein bisschen was getan. Dadurch, dass ich die Felder abgeerntet habe, hat sich auch was getan. Ich muss ja gar nicht schauen, fällt mir gerade ein. Wir haben ja den Verkehr jetzt mal zum Testen mit den Abfahrern haben wir ja ausgeschaltet. Das werden wir natürlich wieder korrigieren, werden auch wieder einschalten, weil dann haben wir natürlich mehr Leben hier auf der Map. Aber es ist halt einfach so, mit den Abfahrern bzw. mit den Helfern klappt das natürlich nicht ganz so gut. Und dann müssen wir doch mal ein bisschen, ich sage mal, ja, autofreien Sonntag hier machen. So, jetzt überlege ich gerade. Wir können hier dann schon, glaube ich, links runter und dann fahren wir, genau, dann fahren wir nämlich Richtung unseres, ups, ei, da haben wir jetzt aber, So, Helfer B wird blockiert. Da müssen wir mal schauen, welcher Helfer das ist und ob wir was korrigieren. Aber der wird bestimmt beim Hochfahren, der Abfahrer, der wird oben blockiert sein. Okay. Motor aus. Wir gucken selbst. Der ist es nicht. Der da. So, der da wird sein. Aber ich bin fast der Meinung, wir können hier auch schon gleich mal wieder abfahren. So, ein Blick mal. Ja, okay, das sollte doch klappen. Wartet mal, nur damit wir safe sind. Nicht, dass da irgendwie noch eine Zwischenreihe ist. Aber wir schauen mal auf die Karte. Wir sehen sie auf der Karte. Abgeerntet. Ja, da sind noch ein paar Stellen, aber die können wir wirklich vernachlässigen. Hier oben geht halt gar nicht mit dem Gerät hier an den Bäumen vorbei. Dafür stehen die einfach zu dicht. So, 43. Wir lassen einfach mal den hier stehen und kommen dann einfach mit dem Grimme herunter. So, Augenblick. Da sehen wir den Abfahrer. Ja, da muss man auch immer gucken, dass der da oben nicht anstößt. Also das wird immer ein bisschen knapp, weil es gibt wohl Kollision. Ja, es gibt, es geht, oder? Ja, ja, am Schluss hebt er dann doch auch ein bisschen aus. Aber es funktioniert. Wobei man ja sagen muss, den Abfahrer werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr brauchen. Wir haben nur noch einen. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, sind wir eigentlich auch schon fertig. Das heißt, wir könnten die restlichen Kartoffeln zu uns bringen. Ich schaue gerade mal, wie denn das aussieht bei unseren Tieren. Denn ich habe schon mal eine Fuhre eingeworfen. Wurzelfrüchte 7400. Also es ist noch jede Menge Luft und Gesamtkapazität auch. Dann würde ich doch sagen, dass wir das hier reinwerfen, denn was wir haben, haben ist besser als brauchen, das wisst ihr. So, Motor an. 12.000, naja, okay. So, dann bringen wir nämlich das Ganze. 12.000. Ja, wir fahren mal vorsichtig das Material zu unserem Hof und dann überlegen wir uns, ob wir es einwerfen. Aber wir können auf jeden Fall die Aufträge abschließen. Ja,
ist schon ein Wahnsinnsteil. Also, wie gesagt, hier der Grimme Ventor. Schon ein Wahnsinnsteil. Damit macht es auf jeden Fall Spaß, mit den Selbstfahrern eben dann solche Felder hier zu machen. Und vor allen Dingen ist halt eben immer das Problem ein bisschen, dass die Abfahrer natürlich sofort voll sind. Die müssten eigentlich immer unterwegs sein. So. Boah. Jetzt ist unser Hänger voll, beziehungsweise da geht nicht mehr rein, ne? Ja, der ist Max. Okay. Wir bringen den hier zum Hof. Der soll zum Hof fahren. Und die restlichen Kartoffeln, die bringen wir jetzt doch weg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er fährt. Okay. Also, Job, nee. Einfach nur Zielposition. Hier ist unser Hof, da ist unsere Straße, da soll er rein. Wie fährt er lang? Oh, da gibt es zum Glück keine Kollision. Er fährt hier links rum. Interessant. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wir werden jetzt mit dem Kollegen hier dann doch den Rest, die restlichen Kartoffeln noch abfahren. Weil ich glaube, dann haben wir wirklich genügend Kartoffeln. Weil wir wollen ja auch selbst mal ein Kartoffelfeld da noch ansäen. Das ist auf jeden Fall drin. Ansonsten Kartoffelmissionen, Missionen gibt es immer. Und Zuckerrüben gehen ja auch. So, den machen wir aus. Und dann fahren wir mit dem aber nicht oben rum, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu anstrengend. Erst den Berg hoch und dann wieder den Berg runter. Das können wir uns eigentlich sparen. Wir fahren hier die Seitenstraße bzw. den Schleichweg. Dann gucken wir mal auf der Karte, wo denn unser anderer Kollege ist. Ja, noch fährt er hier rechts. Rechts unten fährt er. Das ist gut. Solange er fährt, ist gut. Ja. Wir könnten natürlich jetzt auch, wir haben ja noch einen kleinen Ladewagen. Das wäre eigentlich auch eine Option. Wir könnten auch mit zwei Ladewagen arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass er das auf den Hof bringt. Das Material, das wird nicht gehen. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Den Weg findet er nicht. Zu unserem Fermenter-Silo. Gut, dann bringen wir das Material noch weg. Wie viel haben wir? 2000. Naja, es werden ein paar hundert Euro sein, aber besser als nichts. So, ab die Post. Naja, also 600 Euro, 518, 568. Wir können die Aufträge, denke ich, jetzt abschließen. So, abschließen, abschließen. Ja, da kommt richtig was zusammen. 8.100. Und was jetzt passiert? Und 15.000. Augenblick mal. Nee, die Geräte sind weg. Aber sie stehen noch drin. Nö, aber er hat es ja gemacht, oder? Er hat es ja gemacht. So, interessant. Was ist das? Resultat Mietkosten. Doch, das ist doch der Auftrag. Feld Nummer 9 auch. Hm. Komisch, steht noch hier drin. Keine Ahnung warum. Aber er hat ja auf jeden Fall die Aufträge. Lohndienstleistungsumsatz 18.000. Ja, ja, die hat er doch mitgenommen, oder? 8.000? Nee. Nee, nee, den hat er noch nicht mitgenommen. So, warum ist der jetzt noch nicht abgeschlossen? Beziehungsweise, warum können wir den nicht abschließen? Hm, merkwürdig. Auch wieder mal ein kleines Rätsel hier. Da bin ich aber echt mal gespannt. Es steht doch auf Abschließen. Naja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. So, wie weit ist denn unser... Da steht er tatsächlich. Er hat es geschafft.
So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Kartoffeln nicht in unser Silo werfen können. Aber wir können es natürlich mal probieren. Wie immer geht probieren über studieren, aber es ist, glaube ich, kein Multifrucht-Silo. Ein Standard-Getreide-Silo. Nee, nimmt keine Kartoffeln an, schade. Ich überlege gerade, wo wir die überhaupt hätten laden oder zwischenladen können. Wartet mal, warte. Sollen wir die Kartoffeln hier abladen, dann können wir die immer hier rüberbringen, weil ich weiß nicht, ob wir wirklich alle Kartoffeln jetzt da reinwerfen sollen. 16.000. Denn mir kommt es jetzt gerade ein bisschen komisch vor mit dem Auftrag und naja gut, sei es drum. 125, 106. Hä? Nee, der ist immer noch da. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich glaube, für den anderen gab es das 16.000, ne? Und davor hatten wir 109 oder irgend sowas, ne? Nee, der hat den, glaube ich, nicht abgerechnet, den Auftrag. Weil wir hatten ja noch einen Auftrag, Hafer zu ernten. Nicht Hafer, Sorghumhirse. So, wir schauen jetzt einfach mal, dass wir 6.000, dass wir 10.000 übrig haben. So, die Tierchen sind auf jeden Fall versorgt. Ja, 14.000 bei 5%. Also da können wir lange Schweinchen mitfüttern. So, wir können definitiv die Kartoffeln da hinten reinwerfen. Würde ich doch jetzt so vorschlagen. So, noch ein bisschen und dann hier rein. Ich hoffe, dass wir... Ja, ich hoffe. So, hier abladen. Hä? Ich hoffe, dass das hier oben soweit passt. Sehr schön, dann haben wir hier unsere Kartoffeln gebunkert oder zumindest mal eingelagert. Dann können wir hier noch immer noch Kartoffeln holen für unsere Schweinchen. So, und jetzt bin ich am Überlegen, sollen wir das Ganze hier mit zwei Abladern machen oder Abfahrern? Da müssen wir auf jeden Fall noch unseren Ladewagen holen. So, dann fangen wir mal an. Und sammeln hier das Stroh ein. Und dann haben wir noch ein zweites Feld, wo wir Stroh einsammeln müssen. Aber das würden wir dann halt, wie gesagt, denke ich, eher zu Ballen verarbeiten. Dann können wir nämlich auch wieder ein paar Ballen einlagern. Aber das Stroh brauchen wir hier definitiv für unser Fermentersilo. Das können wir dann teilweise zu Silage verarbeiten. Oder halt eben in unseren Schweinestall werfen. Wenn ich richtig weiß, konnten wir ja in den Kuhstall auf jeden Fall Ballen werfen. Das hat ja funktioniert. So. Weil dann würde ich nämlich gerne noch, wenn der Ladewagen voll ist, mal ausprobieren, ob das mit dem Helfer klappt hier zu Ende der Folge. Ja, der Ladewagen hat wenigstens richtig Platz. Das hilft auf jeden Fall bei Feldern, die so weit weg sind. Aber da müssen wir auch ein bisschen PS haben. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema. Früher oder später würde ich hier gerne einen Deutz Warrior haben hier auf dieser Map. Da freue ich mich schon drauf. Da müssen wir noch ein bisschen ansparen. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das mit unseren Bäumchen entwickelt auf unserer Forstfläche. Weil das hat ja auf jeden Fall richtig Kohle gebracht über den Winter.
Und dann wäre das natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk, so ein Warrior hier auf dieser Map zu haben. So, 50%. Dann gehen wir mal die nächste Bahn und dann schauen wir noch mal ganz kurz wegen den Bodenbewertungen. Ne? So, und zwar hier. Ja, da hat sich was getan, weil wir dieses Feld haben wir hier abgearbeitet und deswegen sind wir jetzt auch mittlerweile bei 10% in der Summe. Auch hier hat sich was getan. Wie gesagt, hier die 93, das werden wir jetzt auch bald ernten. Nee, ich glaube erst nächstes Jahr, das ist ein Maisfeld. Aber es hat sich ein bisschen was getan hier in der Bodenbewertung. Auch hier hat sich deutlich was getan in der Bodenbewertung. So. Und das ist schön, denn ich bin jetzt gerade mal überlegen, müssen wir dieses Feld jetzt pflügen? Auch das können wir mal kurz reinschauen. Nee, das muss nicht gepflügt werden. Also im Moment zeigt er kein Feld an, das eigentlich gepflügt werden muss. Das ist schon interessant, finde ich spannend. Aber spätestens das Maisfeld, das werden wir dann pflügen müssen, wenn es geerntet ist, weil nach dem Mais muss man immer pflügen. So, dann machen wir hier noch schnell fertig. Und dann bin ich gespannt, ob das klappt, ob er den akzeptiert, den Helfer. Dass der den dann tatsächlich zum Silo bringen könnte. Das wäre natürlich genial. Weil dann macht es auch Sinn, dass wir eventuell mit dem zweiten hier Abfahrer arbeiten. Aber wenn wir natürlich sowieso selber fahren müssen, dann ist es auch egal. So, es ist soweit. Okay, dann stellen wir uns mal auf die Straße und damit können wir am besten antesten, ob er das packt oder nicht packt. So, Dele, also, dann versuchen wir hier nochmal unser Glück auf der PlayStation mit den Helfern. Dazu gehen wir hier rein, Job erstellen, das heißt liefern. Und zwar schauen wir mal, hessisches Fermentersilo. Wenn er zurückkommt, soll er gerne bitte hierher. Vielleicht so. Und Job starten. Und er sagt leider, der Helfer außerplanmäßig beendet, weil Ziel nicht erreichbar. Das klappt nicht. Also wir können den Helfer nur wieder hier auf die Straße schicken. Schade, schade. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall selbst hier das Stroh abfahren. Funktioniert leider jetzt nicht mit einem zweiten Abfahrer. Aber das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, wenn wir dann auch Ballen pressen werden auf dem anderen Strohfeld, das wir noch haben. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, Dienstag ist es wieder soweit, dann gibt es wieder einen Livestream bei mir auf dem Kanal. 20.30 Uhr, die Galgenberg 2.0, unser Classic-Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr dazu einschaltet. Bis dahin sage ich Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und tschüss, ciao, cheerio, bis bald.